Also ich habe dieses, das ist ja eine Auktion von 2014, ich habe das die erste schon zu Beginn dieses Kunstbooms gemacht, als es anfing, dass Bilder ungewöhnlich und unverhältnismäßig teuer wurden. Da habe ich eine kleinere Auktion schon bearbeitet, und zwar habe ich die Bilder da habe ich digital eingesetzt, die Schätzpreise, also niedrigster und höchster Preis und das Ergebnis, Name des Künstlers, Technik, Größe, wie so ein Preisschild. Fand ich okay, aber nicht so ganz gut. Und diese Preise sind immer weiter nach oben gegangen, und es, irgendwie fand ich es unangenehm, dass sich über das Bild, also das Kunstwerk, plötzlich der Wert gelegt hat. Plötzlich stand der Preis über allem. Und ich habe von dieser Auktion gehört und war erstaunt, wie viele gute Bilder dort versteigert wurden. Ungewöhnlich für eine Abendauktion, so viele Bilder. Und tatsächlich hat diese Auktion dann fast die Milliarde Dollar erreicht und ist bis heute die am höchsten dotierte, ausgegangene Auktion für moderne Kunst, also für zeitgenössische Kunst. So, was tun? Der Preis legt sich über das Bild und der Preis ist wichtiger als das Bild. Also habe ich dieses im Internet die einfachsten Stempelleute gefunden, und die haben mir Stempel angefertigt mit jeweiligen Preis und einen für die Bezeichnung Sold. Waren alle ein bisschen wackelig, und ich bin dann hergegangen, habe den Katalog auseinandergenommen, reproduziert und dann auf jedes Bild diesen Stempel gelegt. Und während der Arbeit kam mein eigenes Spiel ins Spiel. Nämlich, da war doch mein kleines Spiel, was Böses ausgegangen ist, nämlich dieses Pfennigspiel, was man in der Schule spielt, indem man Pfennigstücke an eine Wand wirft und mit 3, 4 jungen Burschen in der Pause. Und wer am nächsten an der Wand war, konnte diese 3, 4 Pfennig einsacken. Wurde aber hoch bestraft, Duff war verboten, Glücksspiele verboten. Diese kleine Freude war verboten. Also musste man in ein Heft schreiben, ich darf in der Schule nicht mit Geld spielen, wenn man erwischt wurde. Komischerweise wurde ich immer erwischt. Und meine Mutter musste es unterschreiben, dass sie es gesehen hat. Hochpeinlich. Also mein kleinstes Spiel, mein kleinstes Geldspiel, mein kleines Glück in Verbindung mit dem größten Spiel. Zuerst immer das Sold, verkauft, und der Preis. Darin zeigt sich das. Jeder kann nachvollziehen. Ganz wichtig ist der Text, der beigegeben wird. Also wann das war, wo das war, was es eingespielt hat und was die Bedingungen waren. Diese Vitrine ist wichtig für die Arbeit, dass der Betrachter auch die Stempel sieht, dass alles offen liegt. Alles liegt offen, das Schulheft ist da mit der Unterschrift. Eigenartigerweise habe ich die Bilder ja nicht gemacht. Normal mache ich ja selber Bilder. Es gibt aber in meinen neuen Arbeiten etwas, wo ich vorhandene Bilder verwende. Oder etwas reproduziere. Es gibt zum Beispiel einen Vorgänger für diese Arbeit, würde ich noch etwas anderes nennen. Es gibt in der Frankfurter Allgemeinen einmal im Jahr die teuersten Kunstwerke auf Auktion. Das ist eine Seite, und auf der Seite sind 10 Bilder untergebracht. Mit den jeweiligen Hinweisen, was das ist und wo und die Verkäufe. Und diese Seiten habe ich vergrößert. Also die sind sehr aufwendig reproduziert von mir, sind negative, Farbnegative, die dann vergrößert werden, und zwar relativ groß, 2, 3 Meter hoch. Das braucht es eigentlich gar nicht.
diese Vergrößerung. Warum lässt du nicht den Katalog so, wie er ist? Warum dieser Reproduktion eine weitere Reproduktion hinzufügen? Warum das Bild immer weiter verdecken? Warum lässt es nicht so, wie es ist? Und so sehen Sie hier eigentlich den Katalog. Was wiederum eine sehr aufwendige Arbeit ist, weil der muss buchbinderisch auseinandergenommen werden. Also Sie sehen den digitalen Ausdruck einer digitalen Fotografie. Und dem, wissen Sie, es wäre absurd, wenn ich dem jetzt eine analoge Fotografie hinzufügen würde. Ich fotografiere nicht digital. Niemals. Also ist das ganze Verhalten, was Sie hier sehen, auch mit diesen Stempeln und meinem Geldspiel, ist eine analoge Haltung.